Es gibt zahlreiche Gründe, warum Tiere Menschen angreifen. Einer der faszinierendsten ist, dass Menschen angegriffen werden, wenn sie alleine durch die Wildnis reisen oder sie erkunden. Wie wir wissen, sind einzelne Tiere im Freien leichte Beute für Raubtiere. Häufig werden solche Angriffe anhand von Beweisen, die nach dem Vorfall gesammelt wurden, rekonstruiert, da es oft keine Zeugen gibt. In diesem Fall wurde der Angriff jedoch teilweise auf Video aufgezeichnet. Klicke jetzt auf den Gefällt mir-Button und abonniere unseren Kanal. Dies ist der beängstigende Haiangriff auf Henry Burse. Herzlich willkommen bei Angriffalarm. Es war Sonntag, der 29. November 1964, während die übliche Menge einen freien Tag vom Arbeiten oder von aufregenden Aktivitäten hatte. Henry Burse und seine Freunde planten, den Ozean zu besuchen. Doch Henry gehörte von Anfang an nicht zur gewöhnlichen Menge. Immerhin war er ein begeisterter Unterwasserfotograf. Wenn er nicht gerade als Saxophonist in einer Rock'n'Roll-Band in Melbourne auftrat, schien es, als könne der Mann alles. Als Henry also plante, den Ozean zu besuchen, war es weit spannender, als einfach nur die Zehen an den Stränden Australiens ins Wasser zu tauchen. Filmaufnahmen von Seehunden auf einer alten und abgelegenen Insel vor der Küste Victorias zu machen und im umliegenden Wasser Speerfischen, war es, was Henry im Sinn hatte. An einem typischen Sonntag bereitete sich Henry mit seinem Team darauf vor, zur Lady Julia Percy Island zu fahren, einer abgelegenen Vulkaninsel, die 22 Kilometer von Port Fairy entfernt liegt. Vor etwa 7 Millionen Jahren entstand sie durch gewalttätige Unterwassereruptionen. Die Insel trennt sich vom australischen Festland, als sich das Land von der Antarktis abspaltete. Das umliegende Wasser auf der Insel ist 30 bis 50 Meter tief. Starke Wellen brechen an den scharfen Felsen an den Küsten im Südwesten der Insel. Dort findet man senkrechte Klippen, felsige Buchten, Küstenplattformen und alte Seehöhlen, die mit Meereslebewesen und geheimnisvollen Grotten gefüllt sind. Interessanterweise beherbergt Lady Julia Percy die größte Brutkolonie des australischen Pelzrobben. Darüber hinaus bietet die isolierte Insel seltenen Seevögeln Lebensraum, selbst nach australischen Maßstäben. Doch wo Pelzrobben sind, gibt es auch einen ihrer natürlichen Feinde, den großen weißen Hai. Ohne dass Henry und seine Freunde davon wussten, sollte dies der Tag sein, der ihr Leben für immer verändern würde. Der Victorian Aqualum Club, dem Henry angehörte, und Mitglieder des Port Fairy Manta Skin Diving Clubs fuhren mit einem kommerziellen Haifischerboot vom Moyne River Wharf ab. Der Filmer trug einen schwarzen Kapuzen-Neoprenanzug, was zu jener Zeit nicht ungewöhnlich war. Schließlich erreichten die beiden Gruppen die Küste von Lady Julia Percy Island, wo sie begannen, die Gegend zu erkunden und Seehunde zu filmen, indem sie das Boot einige Meter vor der Küste von Lady Julia Percy Island entfernten. Henry und seine Freunde Dietmar Krupa und Fred Arndt sprachen über eine beängstigende Geschichte. Es war nicht gerade ein Thema, über das die gewöhnliche Menge kurz vor dem Tauchen ins Meer sprechen würde, während sie den Launen der Wellen ausgeliefert ist. Die beängstigende Geschichte handelt von einem riesigen weißen Hai, der in den Umgebungen herumstreifte. Er wurde Big Ben genannt, obwohl den meisten Monstergeschichten wie dieser kaum Wahrheit zu entnehmen ist. An diesem Ort war es jedoch nicht schwer, daran zu glauben, wenn man die Tausenden von Pelzrobben wahrnahm, soweit das Auge reichte. Stelle einen Mann auf ein Boot mitten im Ozean in der Nähe einer abgelegenen Insel und du hast die perfekte Zutat für das monströseste Lebewesen, das es gibt, selbst wenn es nur in den Vorstellungen existiert. Doch laut Einheimischen, die behaupteten, der riesige Hai sei mindestens 20 Fuß lang, war das Tier sehr wohl real und sie hatten die Narben, um es zu beweisen. Für Henry war dies jedoch nur eine weitere aufregende Gelegenheit für sein Portfolio. Henry stieg gegen 12.45 Uhr ins Wasser und schwamm in die tieferen Bereiche. Henry filmte etwa eine Stunde lang und kehrte gegen 1.15 Uhr zum Boot zurück. Unzufrieden mit der ersten Filmaufnahme stieg Henry erneut ins Wasser. Dieses Mal begleiten ihn Deidre und Fred, beide ausgestattet mit kurzen Speeren. Niemand konnte vorhersagen, dass sie von diesem Tauchgang für immer verändert zurückkehren würden, durch die Ereignisse, die noch kommen sollten. Bei einem Freitauchgang fanden die drei Freunde eine Gruppe von Seehunden, die sich in den Wellen wälzten. Henry wandte sich sofort der Filmaufnahme zu und konzentrierte sich auf einen Bullen unter den Seehunden. Plötzlich drehten die Seehunde um und die energiegeladenen Wellen wurden ruhig. Etwas stimmte nicht ganz. Aufgrund der schlechten Sicht im Wasser konnten die Taucher jedoch nicht genau erkennen, was geschah. Sie tauchten 10 Meter tief und hielten sich am Meeresboden fest. Dennoch konnten sie die Seehunde nicht finden und erkannten, dass sie auftauchen mussten. Henry tauchte an die Oberfläche und sein Kopf kam aus dem Wasser. Doch plötzlich traf ihn eine unglaubliche Kraft wie ein Güterzug. Bevor er überhaupt verstehen konnte, was geschah, wusste Henry, wer ihn angegriffen hatte und warf seine Arme in die Luft, um den anderen Tauchern ein Zeichen zu geben. Er schrie aus vollem Hals: "Hi!" Plötzlich wurde er mit unglaublicher Wucht durch das Wasser gezogen und unter Wasser gezogen. Er konnte nichts dagegen tun.
Das Wasser geriet in Chaos. Die Kraft, die Henry nach unten zog, war so stark, dass seine Maske und sein Schnorchel von seinem Gesicht gerissen wurden. Und dann, in einem Augenblick, sah er den marodierenden Täter. Es war ein großer weißer Hai. Es war Big Ben. Das Tier hatte sich in seinem Bein festgebissen. Er schüttelte ihn wie ein Hund, der jemandes alten Pantoffel schüttelt. Henry versuchte verzweifelt nach den Augen des Tieres zu greifen, aber seine große Schnauze stand ihm im Weg. Er spürte den brennenden Schmerz der Haizähne, die seine Waden durchdrangen, während er seine Hand über das Gesicht des Hais bewegte. Aber neben dem Schmerz gab es ein dringenderes Problem. Henry ertrank. Er hatte etwa 45 Sekunden lang den Atem angehalten. Während die Attacke weiterging, erstickte er, während das massive Tier an ihm zog und ihn von einer Seite zur anderen rollte. Henry konnte sich an das Gespräch erinnern, das er auf dem Boot über Big Ben geführt hatte. Er war voller Angst und Verzweiflung und plötzlich hörte das Ziehen und Rollen auf. Henry spürte beinahe einen Moment des Friedens. Er schwamm zur Oberfläche und tauchte auf, um so viel Luft wie möglich zu schnappen. Er tastete nach seinen linken Bein, aber es war nicht mehr da. Der Hai hatte es abgerissen. Trotz des immensen Schocks gelang es Henry, sich zu sammeln. Dietmar und Fred erreichten Henry. Doch er war noch nicht aus dem Schneider, denn der Hai wollte mehr. Er hatte Geschmack an Henry gefunden und näherte sich ihm erneut, um den wehrlosen Filmemacher erneut zu beißen. Doch Dietmar und Fred kämpften mit ihren Speeren gegen das Biest an. Der Hai kehrte mindestens 5-mal zurück und jedes Mal kämpften Dietmar und Fred dagegen an. Das Tier war so hartnäckig darin, Henry anzugreifen, dass die Handspeere im Kampf verbogen wurden. Schließlich eilte das Tauchboot zur Unruhestelle. Jill griff nach den Sicherheitsleinen und schließlich wurde Henry an Bord gebracht. Henry erhielt sofort auf dem Boot erste Hilfe. Da er stark blutete, brachten die anderen Taucher ihn ins Zentrum und legten schnell einen Druckverband an seine Verletzung an. Obwohl noch Mitglieder auf der Insel waren, war Henrys Zustand viel dringlicher. Der Kapitän entschied sich, Richtung Krankenhaus zu fahren und später zurückzukehren, um die anderen Mitglieder von der Insel abzuholen. Später rief der Kapitän sofort nach Hilfe und einer Bluttransfusion. Bei der Ankunft in Port Fairy warteten bereits ein Krankenwagen mit einigen Litern Blut. Laut dem Arzt hatte Henry bei dem Angriff 3,5 Liter Blut verloren. Er wurde ins Krankenhaus von Vernonpool gebracht. Es gab zwei Haupttheorien, die aus dem Vorfall entstanden sind. Erstens behauptete Dietmar, dass Henry am Strand einen Hund gestreichelt hatte und dass der Hundgeruch auf das Boot übertragen wurde, was den Hai dazu veranlasste, ihn anzugreifen. Die andere Theorie besagte, dass Henry einen Neoprenanzug trug, der mit der Farbe gelb gefüttert war. Laut Experten und zwei australischen Universitäten sind Haie zwar farbenblind, aber sie nehmen kontrastierende Objekte unter den trüben Gewässern von Lady Julia Percy Island sehr wohl wahr. An diesem Tag hätten die gelben Markierungen auf Henrys Badeanzug ein deutlicher Kontrast zu den umliegenden Gewässern sein können und möglicherweise die Aufmerksamkeit eines der großen weißen Haie auf sich gezogen. Viele argumentieren jedoch, dass die Chance, angegriffen zu werden, weit geringer sind als die, auf See verloren zu gehen. Schließlich helfen leuchtende Farben dabei, von Rettungsteams gefunden zu werden. Trotzdem wurde Henry trotz der Anwesenheit von Seehunden heftig angegriffen. Er hatte Glück, am Leben zu sein. Schließlich erholte sich Henry vollständig und war nach wenigen Wochen wieder im Wasser. 1968 veröffentlichte er einen Dokumentarfilm mit dem Titel Savage Shadow, in dem ein Teil des tatsächlichen Filmmaterials des Angriffs und eine Nachstellung in einem späteren Interview gezeigt wurden. Henry hegte keinen Groll gegen das Tier. Für ihn handelte es sich einfach um natürliche Verhaltensweisen. Glücklicherweise war Henry von einer Gruppe von Tauchern umgeben, die hochqualifiziert und geschult waren. Manche Menschen haben nicht so viel Glück. Außerdem betrachtete Henry den Verlust seines Beins als Teil seines Glücks, da es ihm half zu überleben und aus dem Griff des Hais befreit zu werden. Im Gegensatz zu den meisten Testbissen von großen weißen Haien hatte dieser Hai es darauf abgesehen, Henry lebendig zu fressen, als er 5-mal zurückkehrte. Hätte es seine Freunde nicht gegeben, hätte er mit Sicherheit sein tragisches Ende gefunden.